Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Und was wäre denn, wenn wir heute die Akupunktur Master Points mit Hilfe der Frequenztechnologie mal richtig unter Power bringen? Und welche überhaupt das sind, das verrät uns heute Per Zebergs. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Er ist unser Gesundheitsanalyst und geht mit uns die einzelnen Punkte jetzt durch. Und ich freue mich sehr darüber, mit dir heute sprechen zu dürfen, lieber Vielen Dank Per. Für die Einladung. Ja, du hast aus deiner langjährigen Erfahrung die Master Points der Akupunktur für dich mal definiert auf jeden Fall und kombinierst das Ganze jetzt mit der Hochfrequenztechnologie. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind das für Punkte und welche Einflussfaktoren haben die auf unseren Körper? Zunächst mal, ich bediene mich immer gerne externer Experten und da hatte ich einen, der, sage ich mal, da sich seit vielen, vielen Jahren extrem mit Akupunktur und traditioneller chinesischer Medizin beschäftigt und auch die ganzen entsprechenden Zertifikate hat. Und da hat ich zu ihm gesagt, du, welche Punkte sind denn das, wo man eigentlich zusätzlich zu den normalen Befeldungspunkten eigentlich noch integrieren sollte? Was siehst denn du so als die wichtigsten Punkte an? Vielleicht muss man da noch vorausschicken, früher hat man so zur Akupunktur, Akupressur und Meridian und Chakren, hatte man so immer das Gefühl, alles esoterischer Mist, richtig beweisen kann man es nicht. Heute kann man alles messen. Heute weiß man, dass diese Menschen, die es vor ein paar tausend Jahren so alles entdeckt und durchgeführt haben, die haben einfach ein geniales Wissen gehabt und das stimmt alles, was die sagen. Und sagen wir, es gibt ja heute noch in China, gibt es Operationen, die werden unter Akupunktur, nicht unter Anästhesie gemacht. Da sieht man mal, was man da alles tun könnte, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen wollte. Und ich denke einfach, um auch die Technologie maximal zu nutzen, die wir heute zur Verfügung haben, sollte man einfach die Wissen kombinieren. Und da hat mir einfach jemand geholfen, wo ich heute sehr dankbar bin. Und ich empfehle auch diesen Menschen, die einmal diese Geräte dann verwenden oder ich bei mir im Studio, diese Punkte so mal einfach nacheinander durchzugehen. Super gerne, ja. So. Ein Punkt ist zum Beispiel an der Fußsohle, das nennt man dann Solarplexus der Fußsohle, das ist der Nierenpunkt. Und sagen wir mal, ich kann die Niere maßgeblich unterstützen, indem ich sozusagen den Nierenpunkt dort unten im Zentrum von der Fußsohle aktiviere. Wo wäre das? Also wenn das jetzt der Fuß wäre, wäre der dann so direkt mit dem Wobei wir, sagen wir, solche Punkte auch, wir haben ein Buch über Hochfrequenzenergie, das sind diese Punkte, das ist alles im Prinzip erklärt und erläutert und auch die anderen Befeldungspunkte, aber es wäre mal so Punkt 1. Dann Punkt 2 ist, wenn man zum Beispiel auf die Hand jetzt aufs Knie legt und dort, wo der Ringfinger aufhört, dort ist so ein kleines Knöchelchen. Ah, das. Und das ist besonders sensibel. Das ist der Magenpunkt. Aber bei mir jetzt nur rechts. Muss mal gucken, ja, der kommt schon. Also gibt es so ein so Beispiel auch, sozusagen, wenn man Migräne oder Kopfschmerzen hat, geht hier oben mal so entlang, ist hier oben ein Punkt, der ist sensibler wie die anderen. Ja. Den kann man dann selber massieren. Es gibt immer Punkte, die sensibler sind als die Umgebung. Ja. Und es ist zum Beispiel hier, ist das jetzt der Magenpunkt. Ein anderer Punkt hier unten am Fuß ist zwischen dem großen Zehen und dem ersten Zehen in der Spange. Ist einer also da. Hier dann. Nur unten am Fuß. Ja, genau, okay. Aber oben ist einer der Hauptentgiftungspunkte. Ja. Dann ein weiterer Punkt ist hier in der Spange zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger. Das ist der Darmpunkt. Also unten am Fuß ist Entgiftung und hier ist es jetzt der Darm. Darmpunkt. Ja, passt ja eigentlich auch. Und dann die weiteren Punkte hängen alle sehr stark mit den Chakren zusammen. Also Wurzelchakra, das ist sozusagen unten im Schritt, sagen wir mal, Richtung Damm. Und da kenne ich auch keinen, bei dem es dort nicht warm wird, im Sinne von künstlichem Fieber wird da generiert. Da ist immer etwas los, wo da nicht ganz in Ordnung ist. Und dann ein bisschen weiter oben, kommt dann ein bisschen unter dem Bauchnabel, ein paar Finger breit, ist dann das Sakralchakra. Und das korreliert, alle Chakren korrelieren ja immer praktisch mit irgendwelchen Drüsensystemen. Dann weiter oben komme ich dann zum Solarplexus. Dort vermutet man, oder weiß man heute eigentlich, dort ist der Sitz des Unterbewusstseins, das parasympathische Zentrum sozusagen leitet. Wenn ich schon beim parasympathischen Zentrum bin, es ist ja zuständig für Regeneration, Immunsystem, Selbstheilungsprozesse. Das hat den Sitz hinten, deshalb hier auch ein ganz wichtiger Punkt am oberen Ende vom Steißbein und den darüber gelagerten Faserringen in der Wirbelsäule. Das ist ein Punkt vom parasympathischen Zentrum, ist übrigens auch bei allen Tieren genauso. Deshalb ist es ein Hauptbefeldungspunkt auch bei Tieren, wenn man die mit Energie aufladen will und da die
Regulation anregen will und die Selbstheilungsprozesse, ist es auch ein ganz wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt in diesem Dreierkonvolut, Steißbein, Solarplexus, parasympathisches Zentrum, ist hier oben, der nennt sich Oscipilatus, also praktisch da, wo der Atlas ist, wo der, wo der Schädelplatte eigentlich aufhört. Darunter ist so eine kleine Kuhle und dort ist der Oscipilatus. Ist das dieses motorische Zentrum? Oder? Das ist alles ungefähr. Okay, ja, also okay. Hier hinten erreiche ich dann das parasympathische Zentrum, also das, Solarplexus und Steißbein. Und hier hinten erreiche ich aber auch noch, sagen wir klar, die ganzen Nervenbahnen. Und die Nerven sind elektrische Halbleiter, also die Informationen kommen in den ganzen Körper. Da hinten ist das Kleinhirn, das motorische Zentrum oder Zerebellum genannt. Und das ist noch ganz interessant, es macht nur 10% vom Volumen des Gehirns aus, kriegt aber 50% der Durchblutung. Dann weiß man, wie wichtig das ist. Und dann da davor, am oberen Ende der Wirbelsäule liegt, deshalb ist der Punkt da hinten auch so wichtig, ist mein wichtigster Punkt überhaupt, die Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse kann man nicht hoch genug einschätzen. Die ist vielleicht so bohnengroß, vielleicht sogar noch kleiner geschrumpft und ist neben der nach der Niere das zweitstärkst durchbluteste Organ. Also was muss da ablaufen? Und diese Zirbeldrüse hat unglaublich viele Aufgaben. Das ist die Masterdrüse aller anderen Drüsen. Also die steuert ist sozusagen der Dirigent aller Drüsen im Körper. Die ist aber auch verantwortlich für die Initialsteuerung der Darmflora. Also welche Hormone, Neurotransmitter werden wann gebildet und wo angeliefert und welcher Quantität. Weil 80% aller Hormone werden in der Darmflora gebildet. Da ist die Zirbeldrüse auch verantwortlich. Die Zirbeldrüse ist für Tag-Nacht-Rhythmus verantwortlich. Die Zirbeldrüse ist für die Regeneration verantwortlich. Sagen wir, weil über Melatonin, was über die Zirbeldrüse von Serotonin und Melatonin umgebaut wird, das ist das Hauptsteuerungsorgan für Regeneration, Verjüngung. Also die Zirbeldrüse ist extrem wichtig. Deshalb ist mir der Punkt da hinten eigentlich der wichtigste Punkt zur Befeldung. Und dann machen wir hier vorne weiter. Nach dem Solarplexus kommt das Herzchakra. Dann hier weiter oben kommt das Halschakra. Da erreiche ich sozusagen von vorne nach hinten auch praktisch die Pineal Gland, also praktisch die Zirbeldrüse nochmal. Mhm. Und dann hier oben das dritte Auge. Da habe ich aber auch die Schilddrüse, oder? Da ist auch die, hier vorne ist auch hier die Schilddrüse, ist auch das Kommunikationszentrum unterm Strich. Ja. Und dann hier oben habe ich dann, sag ich mal, noch das Kronenchakra, die Verbindung nach ganz oben, nach dem dritten Auge. Die dritte Auge ist sozusagen in Korrelation wieder mit der Zirbeldrüse, was Intuition und so weiter betrifft. Ich mache da für mich selber übrigens einen Trick, und zwar der funktioniert hervorragend. Ich habe zu Hause also diese Schumann 3D-Systeme, da komme ich in einen Alpha-Zustand und bin sozusagen, bin im Reset, bin im aufnahmefähigen Zustand. Gehirnströme sind im Alpha-Bereich, also praktisch so bei 8 Hertz. Und dann tue ich mir Rosenöl unter die Nase und hinten praktisch auf den Oscipilatus. Weil es ist nach Blautannenöl das höchstfrequenteste Öl, das gibt mit der stärksten Heilwirkung. Und dann, wenn ich auf der Schumann 3D-Systemplatte bin, dann befelde ich mich mit dem Hochfrequenzgerät von Tesla, mit dem Cell-Tuner. Und das mache ich so eine Viertelstunde. Und dann muss ich sagen, ich werde nachher überschüttet von Inspirationen, Ideen, wie Dinge vielleicht zusammenhängen. Da komme ich, muss ich an den Schreibtisch gehen und schreiben, weil ich so viel Intuition, so viel Inspiration bekomme und sage, Mann, jetzt geht mir wieder ein Licht auf, jetzt habe ich so einen Eureka-Effekt oder so. Ja. Also das sind so die wichtigsten Dinge, wo ich so sehe. Natürlich gibt's, und wenn ich das mache, das kann ich dann noch verstärken, indem wir sagen, wir haben eine Spezialantenne für Akupunktur, die kann ich gerade mal zeigen, und die hat eine Besonderheit. Ja, man kann jetzt auch wirklich sagen, jedes Mal, wenn du da bist, du sprudelst ja an Wissen und Zahlen, wo du die ganzen Informationen immer geschwind herholst. Also es scheint ja wirklich zu funktionieren. Ich muss da unbedingt auch mal drauflegen. Das sind alles Wundergeräte, mit denen ich hier arbeite. Wundertechnologien, aber man weiß es unterm Strich, weiß man es alles seit 100 Jahren. Oder die, sag mal, seit wann weiß man über Akupunktur Bescheid? Es sind Tausende von Jahren, wissen die das. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir jetzt gerade an dem verblödetsten Punkt sind unserer Menschheit und jetzt wieder uns zurückerinnern müssen an die Sachen, die wir schon mal wussten. Ja, wir sind technologiegläubig geworden und haben die Natur vergessen. Das sieht man jetzt in den ganzen Diskussionen, die jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie abläuft, über das Immunsystem und die körpereigenen Abwehrsysteme. Ich rede kein Mensch. Mhm. Die sind die flexibelsten, die genialsten Systeme, die es gibt. Nur die müssen nur unterstützen, haben wir nichts ein Problem. Wir haben permanent Krebszellen im Körper.
Aber wie werden die bewältigt? Über das Immunsystem, über Selbstregulation. Passt ja auch, warum das Sakralchakra dann immer heiß wird, weil da sitzt ja das Urvertrauen ins Leben. Scheinbar haben wir da ja ein generelles Problem. Wir haben ein sehr generelles Problem. Wir haben auch nahezu alle Erwachsenen haben eine kalzifizierte Zirbeldrüse, sodass praktisch die Kommunikation mit dem universellen Informationsfeld, auch mit Außeninformation, gar nicht mehr wirklich stattfindet. Hier mal kurz zum Zeigen. Ja, du das hast ist heute ja eine besondere Antenne dabei, gell? Weil es ist eine, die eigentlich für Akupunktur gemacht worden ist. Aha. Aber die kann man theoretisch, die hat vorne eine Öffnung, da kann man Akupunkturnadeln, kann man praktisch sozusagen über die kann man drüber gehen, dann wirken die Akupunkturnadeln als Antennen. Muss man aber gar nicht, weil diese Antenne, anders als die anderen Antennen, vorne auch pure Energie sozusagen in den Körper einleiten. Das heißt, ich kann die Akupunkturpunkte mit der Spitze dieser Antenne bearbeiten. Mhm. Und dann kann ich das sehr punktuell machen. Wenn ich die Antenne sonst mit der ganzen Seite hinlege, bin ich, sagen wir mal, ein bisschen ungenauer. Aber hier kann ich ganz gezielt auf die Punkte gehen, um die es geht, um die mit extrem viel Energie ausstatten. Und dann kann ich vielleicht sogar die Meridianverläufe spüren. Und ich kann die ganzen, und Meridiane, sagen wir mal, ist auch ein Punkt. Heute weiß man ja, dass die ganzen Zähne auf Meridianbahnen liegen. Mhm. Und da gibt es unglaubliche Korrelation, weil nach, bei wurzelbehandelten Zähnen und bei, nach Zahnextraktion, insbesondere Weisheitszähnen, heilen die in der Regel nicht gut aus. Also bei wurzelbehandelten Zähnen kann man es komplett ausschließen, zu 100%. Das hat eine amerikanische Dokumentation mal nachgewiesen. Jetzt ist das Problem, dass diese Zähne ja auf irgendwelchen Meridianen liegen, die dann mit irgendwelchen Organen verbunden sind. Und die Korrelation ist in etwa so, das ist bewiesen in diesem Dokumentarfilm, in 96-98% der Fälle, wo Frauen Brustkrebs haben, haben die auf der gleichen Seite einen Zahnherd. In 96% der Fälle, wo die Menschen irgendeinen Organkrebs haben, haben die auf dem Meridian, der mit diesem Zahn verbunden ist, der zu dem Organ zugeordnet ist, einen Zahnherd. In 96% der Fälle. Also müsste man doch mal anfangen, darüber nachzudenken, was man dort möglicherweise tun sollte. Und sage ich mal, es gibt heute, sagen wir, biologische Zahnheilkunde, wo sehr viel gemacht werden kann. Die brauchen aber Spezialapparaturen, 3D-Panoramaschichtaufnahmen, DVT oder ZTAU, Ultraschallgeräte, die ein Dr. Lechner, Dr. München entwickelt hat, oder Elektroakupunktur nach Dr. Voll, um das mal rauszufinden, wo ist denn das Problem? Weil mit normalen Röntgenaufnahmen sieht man das nicht. Aber man weiß, bei 100% der wurzelbehandelten Zähne habe ich einen toxischen Herd, der über 80% aller chronischen Krankheiten verantwortlich ist. Deshalb muss ich dort, sage ich mal, ganz gezielt, wenn ich keinen biologischen Zahnheilkunde zur Seite habe oder vielleicht der Sanierungsfall zu groß wäre, was kann ich dann machen? Die körpereigenen Systeme reichen nicht aus, weil die weißen Blutkörperchen vom Immunsystem und Makrophagen sind zu großmolekular. Die verstecken sich in ganz kleinen Dentinkanälchen. Und diese Dentinkanälchen sind so klein, dass die beim Schneidezahn zum Beispiel 5 bis zu 5 Kilometer lang sind. Und dort verstecken sich die Bakterien, blühen dort auf. Die komme ich nicht hin. 5 Kilometer? Bis zu 5 Kilometer lang. Und da hilft mir keine Antiseptika. Das funktioniert nicht bei der, und kriegt die bei der Operation nicht steril. Da hilft mir kein Antibiotika, kommt auch nicht hin. Und selbst die körpereigenen Immunsysteme, also weißen Blutkörperchen, sind zu groß für dort. Also was muss ich machen? Ich muss sozusagen mit elektromagnetischen Wellen arbeiten, weil die kennen keine Barrieren, da gibt es keinen zu kleinen. Die kommen überall hin. Und dann kann ich, sage ich, mit der Energie von elektromagnetischen Wellen, kann ich dort vor Ort lokal Fieber erzeugen, die dann die Pathogene neutralisiert. Aber das ist nicht mit einmal getan, da muss ich wirklich schon mal ein bisschen länger hingehen. Aber so gibt es so Möglichkeiten, wie man so Herde sozusagen bekämpfen kann. Hast du so einen Prozess von einer Herdbekämpfung mal begleitet mit diesen Frequenzen? Weil man spricht ja da wirklich von diesem Nikos, richtig im Kiefer sozusagen, es ist ja wie verkapselt. Es sind so kleine Löcher, die sich im Kieferknochen bilden, entzündete Kieferknochenbestandteile, die füllen sich dann mit allen möglichen Giftstoffen auch noch und Toxinen und was der Teufel was und Pathogene sind da drin und es ist wie so eine fettähnliche Flüssigkeit, also sehr unangenehm eigentlich. Interviews dazu, ja. Und ich habe Fälle gehabt, sagen wir mal, wo chronische Leiden wirklich auch vielfach weggegangen sind. Wo ich enorm positive Erfahrungen gemacht habe, ist mit Abheilen nach Operationen. Also das geht zum Teil so schnell, dass sich Kliniken dann bei mir melden, was wir denn mit denen gemacht hätten. Das hätten sie so noch nicht gesehen.
Wie ist das zu erklären? Sag mal, durch Befeldung werden zunächst mal Wasser energetisch gereinigt und ich trinke schon mal hexagonales energetisch gereinigtes Wasser. Das ändert schon mal das Zellmilieu, aber wenn ich jetzt auch noch Körperbefeldung mache, habe ich natürlich auch hexagonale Körperflüssigkeiten und die führen zu einer optimalen Fließrate im Kieferbereich. Dann habe ich optimale Sauerstoffversorgung. Dann habe ich optimalen Antransport von den, sagen wir mal, Stoffen, die der Körper selber nutzt, um Keimbildungen und so weiter zu neutralisieren. Das sind insbesondere Wasserstoffperoxid und dann Ozon, verwendet der Körper selber. Und dieses Wasserstoffperoxid ist gleichzeitig noch Neurotransmitter fürs Immunsystem. Es kommt dann auch noch ein bisschen zur Hilfe, soweit es dahin kommt. Und ich glaube aber zusätzlich zur Wundheilung, da brauche ich ja Fibroblasten. Fibroblasten bringen die Materialien dorthin, die ich brauche, um die Wundheilung zu machen. Und wir haben jetzt eine ganz neue Studie rausbekommen, eine wissenschaftliche Studie, wo die Funktion der Bindegewebsfibroblasten, das ist im Kiefer, beim Kieferhaltebereich, und das ist die Wurzelhaut, das ist auch Bindegewebe, dass die Fibroblasten in der Funktion hochsignifikant verbessert werden. Mhm. Das heißt, die Materialzufuhr ist optimiert, diese Fibroblasten bilden Elastin und Kollagen, das ist optimiert. Und dann habe ich noch einen anderen Punkt im Bindegewebe, da habe ich mesenchymalen Charakter, das bedeutet, die Zellen dort können sich wie pluripotente Stammzellen beim Embryo und alle 200 verschiedenen Gewebearten noch ausdifferenzieren. Ist sonst beim Menschen nicht mehr der Fall. Der eine Stammzelle hat noch die Aufgabe, eine Gewebeart zu bilden. Hier kann ich noch alle bilden. Das heißt, ich kann den, und ich bin der Überzeugung, dass im Prinzip diese Wellen, diese Funktion dazu führen, dass sehr viel mehr Stammzellen wieder sozusagen gebildet werden. Da werden aus bereits ausdifferenzierten Zellen, Stammzellen zurückgebildet, eins zurück in die Vergangenheit und die anderen mesenchymalen Zellen genutzt, um eine Explosion von neuen Zellen zu bringen, weil die Wundheilung ist dermaßen beschleunigt, dass man es nicht glauben kann. Jetzt nochmal zurückzukommen auf die Akupunkturpunkte. Ja. Wie kann ich jetzt die wirklich in der Praxis umsetzen? Wie arbeiten die Leute damit? Ich muss einfach sagen, eine bestimmte Verhältungsabfolge und da arbeite ich, lasse ich die Leute praktisch von den Fußsohlen bis zum Kopf oben praktisch durcharbeiten, die ganz entsprechenden Punkte zu machen. Überall 1-2 Minuten genügen. Wenn ich eine Stelle habe, die sehr viel wärmer wird, bedeutet es nichts anderes, dass dort ein Punkt ist, der Dominanzpunkt ist, der vielleicht Beschwerden auslöst. Der muss nicht identisch sein mit dem Schmerzpunkt nachher. Aber das kann der Punkt sein, der die Probleme auslöst. Und wenn ich den dann, da sage ich dann, ruhig länger bleiben, vielleicht auch 5 Minuten oder mal 10 Minuten bleiben und das einfach praktisch mal eine ganze Zeit lang durchführen, nicht mal einen Tag und dann 3 Tage nicht, sondern wirklich mal sagen, ich mache jetzt mal eine Kur damit. Und man kann heute dann auch messen, wie über diese Befeldung die Chakren aufgeladen werden energetisch. Das kann man mit dem Timewafer kann man das messen. Und interessant dabei ist, dass die Chakrenaufladung energetisch viel, viel besser funktioniert, wenn man parallel hexagonales Wasser trinkt. Ja. Alles Hand in Hand. Super. Ja, wenn jetzt Akupunkturtherapeuten. Wir haben da übrigens Spezialisten. Also ich habe bei mir im Studio auch einen Spezialisten. Der kombiniert das dann und da können die Leute nachher die Meridiane nachzeichnen. Ich sag, die laufen genauso ab. Also das ist sozusagen eine Multiplikation der Akupunkturmethode. Ich kann nur ein Beispiel aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe früher vor 40 Jahren mal einen schweren Fußballunfall gehabt. Also war alles kaputt, volles Kreuzbandfeld noch und so. Und dann bin ich vor einem Jahr beim Mittagessen, stehe auf und habe so einen Stich im Zentrum von meinem Knie. Ich konnte nur noch bis zur Parkbank hüpfen mit dem anderen Bein. Ich konnte nicht mehr draufstehen. Dann habe ich den angerufen, der ist ja bei mir in der Praxis, der hat mich dann abgeholt mit Krücken und so weiter, sind wir hochgegangen, der hat mich zweimal behandelt, der Stich war komplett weg. Ich konnte nach zweimal Behandlung wieder ganz normal gehen, weiß der Teufel, was das war. Aber das war nach zwei Behandlungen komplett weg und ich habe viele Fälle mit so, sage ich mal, solchen Problemen, wo extrem schnell eine Veränderung sich einstellt. Extrem schnell, man kann es kaum glauben. Aber das ist, wir unterstützen ja nur die Natur. Wir heilen ja gar, kein Mensch heilt. Es macht immer die Natur. Du musst einfach die Natur, die natürlichen Signale, die Informationen, die Energie bereitstellen und beeinträchtigen wie Giftstoffe, Elektrosmog und so mal eliminieren. Ja. Der Körper kann es richten. Wir müssen ihm nur helfen. Aber mit dem Hintergrund, dass zum Beispiel der Körper auch eine Landkarte ist, so der Psychosomatik, könnte ich doch das auch noch mit
wäre doch auch sinnvoll, dieses Thema noch mit zu integrieren, oder? Ja, definitiv muss man psychosomatisch alles angucken. Da gab es einen ganz tollen, sage ich mal, Spezialisten dafür, Gerd Reike Hammer. Mhm. Das war dann ein deutscher Arzt, der ist dann Tübingen, der ist übersiedelt nach Norwegen, ist dann dort auch gestorben. Der hat dann Bücher geschrieben dazu, welche psychosomatischen, sage ich mal, Korrelationen er sieht, sage ich mal, Revierkonflikte, irgendjemand verloren oder so irgendwas. Mhm. Und ich teste meine Leute da schon ein bisschen aus. Wobei ich auch zu sagen muss, ich bin da nicht der absolute Spezialist, aber wenn ich jemanden weiß, der hat die in die Problematik, dann stelle ich die Fragen so, in welche Richtung sieht er denn da die Korrelation? Und da stellt sich doch, also in 9 von 10 Fällen, muss ich sagen, hat der Gerd Reike Hammer recht gehabt. Mhm. Ja, ja. Und das muss man schon auch angucken. Und wenn man aber dann Lösungen hat, von denen man überzeugt sein kann, habe ich natürlich ein Operation Manual, um selber einen Placebo-Effekt zu erzeugen. Mhm. Weil es ungefähr 50% der Medikamentenwirkung hat, liegt im Glauben an den Arzt oder an das Medikament. Im Positiven wie im Negativen habe ich ein Nocebo, also ich kriege das Medikament gar nicht, habe aber die Nebenwirkungen, die mir bekannt sind von dem Medikament. So stark ist da die Psyche, also muss ich die Psyche mit einbeziehen und dann sagen, okay, jetzt habe ich eine geniale Technologie, die mir hilft, bin 100%ig gesund, Punkt. Und dann funktioniert es nochmal besser. Super. Voll cool. Perfekt. Also vielen Dank für die ganze Ausführung. Ich würde, wenn wir jetzt doch noch das Thema Wasser, hexagonale Struktur und es ist ja doch auch immer so ein bisschen... Es spielt immer eine ganz, ganz maßgebliche Rolle. Ich muss die Wasserqualität in meinem Körper optimieren. Mhm. Das ist 9 von 10 Punkten. Und wenn ich da mich jetzt noch ein bisschen informieren möchte zu dem Thema? Ja, auf quantisana.ch, das ist die Website, wo sehr viel hinterlegt ist, auch an Interviews und an Informationen. Super, klasse. Vielen Dank, dass du heute wieder da warst und bis hoffentlich bald. Vielen Dank, danke schön. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren. Es war auf jeden Fall wieder ein Feuerwerk an Informationen. Und falls Sie weitere Interviews zu unserem Gast finden möchten, gehen Sie gerne auf www.qs24.tv und dort finden Sie noch weitere interessante Videos zum Thema Hochfrequenz oder auch Wasser. Also Sie werden auf jeden Fall fündig. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.